Guten Tag, Leute. Willkommen zurück zum Let's Play von Minecraft Kingdoms Evolved. Ja, wir waren das letzte Mal auf guter Monsterjagd für die Level. Wir haben wieder 30 Level. Wir sind ja gestorben, kurioserweise. Hätte ich jetzt niemals gedacht, dass ich da den Latz abgebe, aber nun gut, Endermen darf man nicht überschätzen. Ja, sagt man mir die ganze Zeit. So, weil sie ein bisschen einfach nicht buggy sind, aber unwillkürlich. Also, sie haben dann plötzlich doch rein und dann hast du einen mega Zacken auf schwer. Ja, ich habe endlich mal wieder gut geschlafen. Und, das heißt also, ich bin wieder ein bisschen erholter und ich bin nicht mehr grippekrank. Ja, das ist eine Dingpflanze. Eine optische Pflanze, die brauche ich nicht. Pfeil weg. Das Eck mache ich da drüben hin, oder? Ich will sie nicht. Aber zuerst mal anpflanzen das hier. Ja, momentan bin ich recht zufrieden mit der Entwicklung der Fans und so. Es haben sich ein paar Leute schon recht aktiv verhalten, das danke ich euch. Und ja, jeder Let's Player hat nach einiger Zeit, wenn er ein Projekt schon weitergemacht hat, das Problem, dass ja, dann die Aufrufe ein bisschen zurückfahren und ein bisschen Geduld ja, gebraucht wird und so Sachen. Das neue Projekt startete nicht so erfolgreich. Das ist klar, das ist ein Game, das nicht viele kennen, aber es ist wirklich zu empfehlen für jeden, der ein bisschen Action mag, aber auch eine schöne Atmosphäre und ja, halt nicht auf Story oder so Acht geben will. Und ja, es gibt sehr viel zu entdecken dort. So, machen wir wieder ein bisschen Saft. Gut. Und das ist wirklich top. Der Mod, der Beta-Patch. Einfach nur krass. So, die will ich noch squishen. Da ist der Squisher. So. Auf jeden Fall danke für die Likes. Und Dankeschön für die Kommentare. Sehr nett. So. Und tanzt immer noch herum. Mit einem Feuer, Fackel, Ofenback. Ich tue hier mal ein paar Säfte rein. Und hier kann ich noch schmelzen. Und hier muss ich nichts machen. Ja, da warten wir noch mit dem Knochenmehl. Brauchen wir ja gerade nichts. Haben wir. Okay, noch schnell niedrig. Um dann ungestört den Ding mal zu machen. Enchanting Table. So. Was da braucht. Ah, das ist noch nicht reif. So. Hier noch kümmern. Gut, so. Und heute kommt die Folge, die Morgenfolge, ein bisschen später, weil ich eben ausgeschlafen bin. Ein bisschen länger geschlafen habe. Und ja, weil er morgen sowieso niemand schaut, weil er nicht aktiv ist, weil er wahrscheinlich noch schläft. So. Ja. Ich muss noch zum Kiste für die Nahrung
Und ja, wir haben Zaubertisch noch nicht gemacht. Bevor ich da noch zwei mache. Das. Obsidian, hallo. Hallo. Da. Ein Buch, stimmt. Ja, da muss ich ein bisschen Zucker holen. Gehen wir. Bisschen rennen. So, drei brauchen wir. Ja, das mit dem Zucker geht am Anfang immer sehr langsam und dann später sehr schnell. Da brauchen wir einfach. Was ist denn los, dieses Crafting-Rezept? Mache ich immer falsch. Weil ich immer denke, ja, ein Papier ist ein Papier. So. Nicht eine Linie. Sondern lieber Bambus mal einbauen. So, jetzt. Gut. So. So. Und hey, hallo. So. Jetzt haben wir immerhin noch schon einen Zaubertisch. Aber die Katastrophe beginnt erst. Mit den Büchern. Dann gehen wir auf Zuckerrohrfarm. Und so. Und. Was brauchen wir noch? Ja, für irgendwas. Gell, scharf. So. Und hoppla. Kurz mal jetzt essen. Wieder auf schwer. Oh, da noch der Creeper. Ein paar Erdstücke hinterlassen. So. Also, gehen wir mal in diese Richtung. Ah, ein bisschen Leder können wir auch farmen. Oh, die Schlucht. Oh, die Schlucht, Mann. Die ist im Weg. So, was ist das? Linderer. Gebt mir Fleisch. Zartes. Irgendwas Fleisch. Gebt mir Fleisch. Ah, das ist der Anfang von Andrel. Sehr viel gespielt, ich weiß. Oh. Ist einfach mal mein Vater am Austicken. Das geht noch gar nicht. So, wo ist das Zuckerrohr? Elefant, sag mir, wo das Zuckerrohr ist, bitte. Sonst sattel ich dich mit so einem großen Teil, wie das heißt, weiß ich nicht. Ja, na toll. Hört einfach die Aufnahme auf zu aufnehmen. Ja, na toll. Die Festplatte ist noch zu. Er hat 400 von 1700 Platz. Also daran liegt es nicht. Weiß auch nicht, was war. Flaps mal natürlich wieder. Ich probiere dann mal mit Open Broadcaster aufzunehmen. Weil ich dann noch livestreame auf YouTube hier. Ja, wir sind ja hier nach oben gelaufen und dann hört irgendwo die Aufnahme hier auf. Und ich bin jetzt hier noch entlang, hatte Nacht hier, habe Gegner getötet und ein bisschen bekommen. Ja, vor allem Knochen und Fäden. Jo. Sonst ist eigentlich nichts mehr passiert. Zebras. Ich will auch ein paar Zebras fangen dann. Oder jetzt zähmen.
Aber wie ich die nach Hause bekomme, weiß ich nicht. Deshalb müssen wir wahrscheinlich in der Nähe von zu Hause eine Wüste finden. Ja. Hier ist eine Oase. Okay. Ja, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo ich anfangen muss, damit ich das nicht noch doppelt erzählen muss. Aber ich hatte erzählt, dass ich ja glücklich bin über die Aufrufe, dass es einfach jetzt ein bisschen wieder zurückgeht, weniger Aufrufe kommen. Aber das ist klar, nachher, wenn du ein Let's Play anfängst, wieder nach Monaten, dann musst du zu Fans zuerst mal wieder auf dich aufmerksam machen oder neue Zuschauer bekommen. Und das geht einige Zeit. Auf jeden Fall werde ich jetzt auch dafür sorgen, dass man mich ein bisschen öfters sieht. Oder auf YouTube ist es schwer, mich zu erkennen. Also da muss man zuerst mal auf mich aufmerksam werden durch die Suche oder durch andere Let's Player oder irgendwie so. Und dann ja, geht's noch einige Zeit. Dann müssen die Zuschauer zuerst merken, dass man ja ein guter Let's Player ist oder ein spannender Let's Player und so. Jetzt im Let's Play ist es jetzt weniger spannend. Ich werde aber dafür sorgen, dass es spannend wird. Weil ich werde ja so schöne Sachen bauen und alles Mögliche. Ich habe so viel geplant, das wird gigantisch geil. Oh. Wir spielen mal auf normal. So es Nacht wird, will ich schon ein bisschen Herausforderung haben. Und ja. Müssen überleben. Ich wäre fast gestorben, aber fast, ey. Gott, oh Gott, so schwer ist es in der Nacht. Jetzt will ich noch kurz nach oben und dann kehren wir wieder zurück in einen Bogen. Was ist denn das? Was ist das für ein Gebiet? Das Titan Quest Let's Play wird noch nicht so geschaut, weil es ein unbekanntes Spiel sozusagen ist für Nicht-Genre-Liebhaber. Aber es ist richtig cool, ist mit Beta Patch, dass das Spiel noch viel besser macht. Und es ist mit einem großen Mod, ein Total Conversion, ja fast, nicht ganz. Aber es macht vieles Neues und es ist wirklich ein super Let's Play für ein gutes Let's Play. So. Eben, das Livestream kommt dann, sobald ich eingestellt habe und mal am Abend Zeit habe. Ich habe am Abend nicht so viel Zeit, weil ich im Training. Also. Yeah. Niedlich. Weil ich am Abend nicht so. Ja, eben Sport mache einfach. Und. Canyon Ravine. Ravine ist doch die. Die Kletterpflanze. Oh Gott, du blöder Vogel. Ah, ich habe sehr laut im Video, es ist weniger laut, aber. Ja, leider. Und ich höre auch Nebengeräusche wie meine Schwester, mein Vater wieder herumalbern. Was sie immer machen. Ich nehme mich noch ein paar Setzlinge von den Dschungelpflanzen, aber es ist wahrscheinlich keine Dschungelpflanze, nur die Bäume. Ja, schade. Nur die Stämme, sondern nicht die Pflanzen. Jo, nehmen wir noch ein paar von diesen Gebüschen. Wir wollen ja großen Garten pflegen, den ich dann auch im Livestream werde beackern. Im Livestream werde ich sicher auch bauen, aber hauptsächlich werde ich Sachen machen, die ich im Let's Play nicht zeigen will, damit alle Zuschauer auch zufrieden sind und dass ich dann dazwischen schneide.
und dann wieder eine Aufnahme habe, wo ich halt ein bisschen weiter bin. Aber das Spiel ist ja jetzt bald zu Ende. Wir müssen dann später noch den Ritter töten und den Ender Dragon. Aber sonst ist das Spiel eigentlich jetzt wieder vorbei. Aber das Spannendste von Minecraft beginnt ja erst. Das Bauen und das, ja, das Gestalten, so etwas. Und ich finde es extrem faszinierend, so etwas zu machen. Es ist schwer, es ist kompliziert, so mit Mods zu bauen. Aber es wird so richtig cool sein. So ein Detailreichtum habt ihr wahrscheinlich noch nie gesehen in einem Let's Play. Oder habt ihr noch nie selber gemacht. Was ich so ausgedacht habe mit Microblocks. Da habe ich sehr viel gelernt, Microblocks richtig zu schneiden. Es geht eigentlich sehr wenig. Ich hätte gedacht, es sei komplizierter. Aber Microblocks ist nicht ein Mod, der in jedem Modpack ist. Und deshalb habe ich da noch sehr wenig Erfahrung mit. Aber was man machen kann, das hat mich mega fasziniert. Ich habe eine Palme gemacht, die aus mehr Blöcken besteht als ein Wolkenkratzer. Das war gigantisch, das war geil. Also ich habe eine, ja, gar nicht ganz kleine Palme gemacht. Ja, ein bisschen größer als normal, aber die hatte so ein Detailreichtum, das war gigantisch, das war so geil. So etwas möchte ich natürlich auch dort machen. Und jo, schauen wir mal dann. Hä? So, wir gehen zum Tempel. Ja, meine Stimme ist noch nicht so gut, wegen der Heiterkeit. Aber, ja, bald ist die wieder gut und dann kann ich livestreamen und alles Mögliche. Ohne Probleme. So, dann gehen wir im Tempel, bevor es dunkel wird. Mal da Kakteen noch mitnehmen. Die sehen nämlich cool aus. So. Also. Jetzt. Ausleuchten und dann hier runter. Ganz so schnell im Weg. Oh, nein! So ein Mist. Das habt ihr nicht gesehen. Kurzen Schnitt. Ich habe nochmal geschaut. Ich war nicht auf der Platte, auf keinster Weise. Dann habe ich meine Sachen wieder geholt. Ich habe zwar ein paar Sachen, okay, muss ich noch holen. Ihr seht hier, wie ich die Erfahrung noch eingegeben habe. Und ja, die Items nochmals geholt habe. Die Steine hier sind vom Boden. Und die Kakteen weiß ich jetzt nicht mehr, wie viel die waren. Aber es waren schon einige. Es waren ungefähr 12. Lassen wir das auf 12. So. Mehr Items weiß ich nicht mehr. Lassen wir das und fliegen noch kurz nach oben. Jetzt haben wir leider keine Kisten, aber das ist ein Bug scheinbar. Ich bin meilenweit weg gewesen vom Ding. Also eigentlich haben wir so viel Platz noch neben der Druckplatte. Man muss eigentlich recht gerade auf der Druckplatte sein, damit sie ausgelöst wird. So, naja, Bugs von Mods vor allem gibt es immer wieder. Nun gut. Also, dann machen wir wieder auf normal. Schwer ist zu schwer.
Ich wurde dann wieder angegriffen. Musste dann in Game Mode und hier hinfliegen. Ja, war nicht so schön. Weil es Nacht war, war es echt nervig dort. Am Anfang. So. Oh je, hoffentlich passiert das uns dann nächstes Mal nicht wieder, weil eben die Druckplatten irgendwie viel weiter weg. Ich muss das mal dann testen. Machen wir mal eine Druckplatte und schauen, wann sie ausgelöst wird. Aber auf dem Video haben wir es genau gesehen, dass es nicht auf der Druckplatte war, nicht mal eine Ecke angekannt und trotzdem wurde sie ausgelöst. Und das ist eine Frechheit, oder? Ach, Harry. So, gehen wir aus diesem giftigen Gebiet hier, Wetlands oder Wastelands. Für diejenigen, die Biomes of Plenty kennen, einfach mal schon mal mit dem Mod gespielt haben in einem Modpack oder so, kennt ihr den Origin Valley? Das ist ja mal mega geil. Einfach mal die Uhrzeiten von Minecraft in einem Gebiet zu machen. Das ist cool. Alles ist extrem hellgrün. Fast schon blendend. Oh. Also viel heller als hier. Oh, Sonnenblumen. Ich will ein paar Sonnenblumen. Sind das die von Vanilla? Ja, wahrscheinlich schon. Ich kenne die nicht so aus dem Vanilla-Texture-Pack. So. Ist das jetzt die Sonnenblumen? Ja, Sonnenblumen-Ebene. Schön, dass Löwen nicht angreifen. Kein Interesse. Oder sie hat kein Interesse. So. Und er? Nö. Gut. Noch 500 Meter bis zum Portal. Rennen wir mal wieder. Oh, schöner Berg. Okay, es deckt noch ein bisschen auf. Aber ist immer noch schön, schöner Berg. Einfach mal eine schwarze Linie. Gestein. So. Bisschen klettern. Ja. Oh, wir müssen Gas geben. Ah, mein Hals wieder. Ey. Oh Gott. Aua. Ein Wildschwein greift an. Ja. Wir haben auf dem Land haben wir Unmengen an Wildschweinen. Die greifen Menschen nie an. Nicht mal andere Tiere. Es gibt zwar Wildschweine, die wirklich angreifen, auch Menschen, aber unsere sind so zahm. Die werden von uns durchgeführt. Also nicht von unserer Familie, aber von den Bauern und so. Und ja, hauen auch nicht richtig ab. Also schon von auf 30 Meter oder so. Aber nicht, dass sie unbedingt fliehen müssen, wenn irgendwas vorbeifährt oder so. Das ist recht cool. Also wir haben sehr viel Wildnis in unserem Landkanton. Also Bundesland. So. Ja.
Schauen wir mal, was wir fanden. Ah ja, die Tropikkarten habe ich jetzt nicht geholt. So. Ja, die nicht. Hab die Blumen, ne? So. Ah, Blumen sind Farbstoff. Die müsste man dann wieder in eine andere Kiste tun, aber wir machen zuerst den Keller, bevor wir da 1000 Kisten hinstellen. Sieht auch nicht schön aus. So. Dann haben wir das. Leder haben wir auch. Ah, Leder hatte ich auch im Inventar. Müssen aber nicht so viel haben. Was verloren ist, ist verloren. Auch der Trueninhalt. Aha, was soll ich das? Ich habe ja nicht in die Truhe geschaut. Oder doch in eine. Weiß nicht mehr. Aber auf jeden Fall ist es passiert und ja. Nur 12 Bücher, so viel Zucker. Oh, das ist nervig. Holz haben wir auch keines mehr. Ja. So. Die muss ich da reinlegen. 3 Bücher, egal. Geht das lange? Oh je. So. Ja. Gehen wir halt nochmals auf die Suche. Ist das nervig? So was von nervig. Noch ein paar Kühe töten. Und dann haben wir es geschafft. So, bisschen können wir noch ein bisschen herumlaufen. Dann ist der Part wieder vorbei. Und im nächsten Part gehen wir dann weitersuchen. Auf jeden Fall. Jetzt wieder in eine andere Richtung. Hier ist alles Wasser, da können wir nicht. Aber in dieser Richtung haben wir ja noch nicht viel. Ich glaube, auf dieser Halbinsel da vorne auf der Minimap waren wir. So laufen wir nicht mehr, damit wir gegen Monster kämpfen können, ohne immer wieder zu essen. Greifen ein paar Wildschweine an. Das ist ein kleines Wildschweinfleisch. Nein, Schweinefleisch. Jo. Also. Verzaubern wir die Spitzhacke und bauen dann das Haus. Eventuell noch eine Axt verkräften. Aber nicht auf Maximum Level. Und ja, mit Carbondust, mit Microblocks und mit Carbonblocks arbeiten. Oh, schaut mal da drüben. Alles schöne Bäume mit kleiner Krone. Ui, schön. So. Ja. Backpack können wir noch machen. Aber wir müssen es jetzt noch nicht so schnell haben. Weil wir brauchen danach wieder Leder. Es ist sicher wieder ein Rainforest. Eine Art. Was sind das für Blumen? Brennende Liebe. Nehmen wir mit. Alleine vom Namen her. Toll.
So, Skelett wieder abhauen. Man bekommt einen ganzen Schaden pro Schuss. Das war zu. Also, das war so eklig. In diesem Ödland bin ich auch immer wieder aufs Meer rausgeschwommen. Und die Skelette können im Wasser schießen, das ist nervig. Ein Werwolf. So ein Kack. Ja, hat sich verwandelt. So. Gehen wir ein bisschen außen herum. Gehen wir zu dieser Zombie-Familie. So. Da ist eine Bienenwabe im Baum. Der Baum, ja, der stört sich nicht. Der kann trotzdem weiter wachsen durch die Bienenwabe. Nimmst du den Ding auf? Nein, du nimmst den Kopf nicht auf. Ein Zombie mit einem Zombie-Kopf wäre doch cool. So, danke für die Erfahrung. Und weiter geht's. Also, wir haben aber jetzt eben auf normal. Und brauchen eine Rüstung wieder. Dann stellen wir wieder auf schwer. Ein Maulwurf im Wasser, habt ihr das schon mal gesehen? Ein schwimmender Maulwurf. Das gibt's nicht. Maulwürfe können nicht schwimmen wahrscheinlich. Also sie könnten schon schwimmen, aber würden untergehen, also tauchen. Und man sagt ja schwimmen, wenn man an Land, also an Wasseroberfläche schwimmen kann und nicht untergeht. So. Also, dann beende ich dann den Part. Dankeschön fürs Zuschauen. Und im nächsten Part geht's dann für mich gerade weiter. Für euch eben am Abend werden. Weiter. Und auf Wiedersehen. Tschüss. Ja. Ja. Stirb. Okay. Tschüss.